Herzlich willkommen zum zweiten Tag. Ich bin ganz glücklich, dass die Foskis dieses Mal in Hamburg stattfindet. Nicht nur aus dem Grund, weil das für mich sozusagen ein Heimspiel ist, sondern auch, weil das Masterportal ja hier in Hamburg vor gut 10 Jahren das Licht der Welt erblickt hat und hier der Startschuss quasi gefallen ist. Kurz zur Agenda. Ich stelle mich gleich nochmal kurz vor, bringe danach ein paar Basisinformationen zum Masterportal. Vielleicht ist der eine oder andere dabei, der das Masterportal noch gar nicht kennt. Dann kommt der eigentliche Hauptteil, die Magic des Masterportal Release 3.0. Und schließe dann ab mit einem kurzen Ausblick und eine kleine Linksammlung ist auch noch in den Folien verfügbar. Sie können sich die Folien runterladen, da haben Sie dann Zugriff auf die Links. Kurz zu meiner Person, Dirk Rohrmoser mein Name, ich bin tätig für den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung in Hamburg, leite da den Bereich Urban Data Solutions und in diesem Bereich ist halt damals der Startschuss gefallen, das Masterportal zu entwickeln und da bin ich quasi seit Beginn an mit dabei. Ja, Key Facts. Ich weiß nicht, viele werden das Masterportal wahrscheinlich schon kennen. Trotzdem habe ich noch mal so ein paar grundlegende Informationen mitgebracht. Was ist das Masterportal? Letztendlich ist es ein Toolkit zur Visualisierung von Geodaten. Man kann darüber hinaus aber auch Analysefunktionen mit dem Masterportal durchführen. Wir haben dafür eine eigene Fachanwendung mal gebaut. Man kann Simulationen durchführen, geht also über die reine Visualisierung von Geodaten ein bisschen hinaus. Das Ganze natürlich, ja, Foskis klar, Open-Source-Lizenz, das Masterportal ist unter MIT lizenziert. Der Code basiert auf HTML, CSS und JavaScript. Das Masterportal ist responsiv designt, das heißt, es läuft auch neben Desktop-Geräten gut auf mobilen Endgeräten. Klar, wir verwenden die üblichen standardisierten Schnittstellen, was es da so gibt, WMS, WFS, neu hinzugekommen ist, OGC-API-Features, Vector-Tiles, also die übliche Bandbreite an Schnittstellen, die Sie alle kennen. Ja, last but not least, wir haben das Masterportal internationalisiert. Wir haben mittlerweile 9 Sprachpakete, 9 in Anführungszeichen. Wenn man Plattdeutsch als eigene Sprache dazu zählt, dann sind wir bei 9. Ansonsten müssten Sie es mit 8 verwenden lassen. So, ganz kurz zur Historie. Startschuss sagte ich gerade schon, vor gut 10 Jahren fiel die Entscheidung beim LGV, ein eigenes Geoportal zu entwickeln. Das war quasi der Startschuss des Masterportals. Wir waren dann 2 Jahre später soweit, dass wir das erste produktiv einsetzbare Major Release hatten, haben dann unser hamburgisches Geoportal auf Masterportal-Technik umgestellt. 2018 gab es die nächste Major-Version. Im gleichen Jahr wurde die Implementierungspartnerschaft gegründet. Dann jetzt 2024 sind wir kurz vor dem Final Release der Version 3 des Masterportals und wir haben mittlerweile, Tom Eichhorn hat es gestern auch schon gesagt, so circa 80 Fachportale in Hamburg online, die wir produktiv mit dem Masterportal betreiben. Ganz kurz nochmal zur Entwicklung der Implementierungspartnerschaft. Man sieht hier also schön, dass sich die Anzahl der Mitglieder über die Jahre stetig gesteigert hat. Wir sind jetzt Ende 2023 bei 26 Partnern, die in der Implementierungspartnerschaft verbunden sind. Zu diesem Thema Implementierungspartnerschaft wird mein Kollege Nikolas Schliffke direkt im Anschluss an meinen Vortrag aber nochmal ein paar weitere Einzelheiten erläutern. Ja, zum Software-Stack. Das sind so unsere Haupttools, mit denen wir arbeiten. Als JavaScript-Framework nutzen wir Vue.js, für Styling nutzen wir Bootstrap und für die Anzeige der Kartendaten nutzen wir OpenLayers im 2D-Bereich beziehungsweise Cesium im 3D-Bereich. Es gibt auch noch eine ganze Menge an zusätzlichen Libs und Frameworks, die wir nutzen oder auch ein paar Tools, die unsere Entwickler nutzen. Mit Node oder NPM arbeiten wir da beziehungsweise haben wir einige Testing-Frameworks wie Mocha und Shai, um den Code automatisiert zu testen. So, ich komme jetzt zum Hauptteil, die Magie des neuen Major Release. Kurz nochmal zur Motivation. Das ist jetzt ein kleiner Screenshot der Version 2, den viele vielleicht kennen. Und wir standen so im Jahr 2021, 2022 vor der Überlegung, wie stellen wir uns mit dem Masterportal so auf, dass wir es dauerhaft gut pflegen können, dass das ganze Produkt nachhaltig ist, dass es wartbar ist, dass es erweiterbar ist und dass es auch den Ansprüchen unserer Anwender gerecht wird.
Das heißt, ein großer Part, der zur Entwicklung des Masterportals 3.0 geführt hat, war die Überarbeitung der Benutzeroberfläche, der UI und UX. Da haben wir Rückmeldungen bekommen von unseren Anwendern, dass da an der einen oder anderen Stelle, insbesondere im mobilen Bereich, noch durchaus Optimierungsbedarf besteht. Wir haben zu dem Zweck Anwenderumfragen durchgeführt und auch eine Usability-Umfrage durchgeführt. Und die Ergebnisse dieser Studie und der Umfragen, die sind letztendlich in die neue GUI eingebaut worden. Ja, Refactoring ist natürlich ein Dauerthema. Im Laufe der Zeit haben sich bei uns auch technische Schulden aufgehäuft, sodass wir gucken mussten, wie kriegen wir das Masterportal so hin, dass wir auch in 2, 3, 4, 5 Jahren damit noch gut arbeiten können und diese technischen Schulden abbauen. Das ist ein längerfristiger Prozess gewesen, der jetzt mehr oder weniger abgeschlossen ist. Teil dieses Refactoring-Prozesses war auch der Umstieg von Backbone.js auf Vue.js. Wir haben mittlerweile den Core des Masterportals komplett migriert auf Vue.js. Einige Add-ons stehen allerdings noch aus, die noch nicht komplett migriert sind. Performance, auch ein Dauerbrenner, betrifft jetzt natürlich nicht nur Masterportal 3, sondern das war natürlich auch in der Vorgängerversion immer ein Thema. Aber das haben wir jetzt zum Anlass genommen, auch unter der Masterportal Version 3 nochmal besonderes Augenmerk auf die Performance zu richten. Und dann, ja, auch Dauerbrenner, Update der eingebundenen Frameworks und Libs. Ich hatte ja gerade im Software-Stack die Libs gezeigt. Bei OpenLayer sind wir jetzt beispielsweise bei der Version 8.2 angelangt. Der Umstieg auf die OpenLayers Version 9.0 steht jetzt in Kürze auch an. So, das ist ein Screenshot. So sieht das Masterportal 3.0 jetzt aus. Auffällig ist jetzt, auf den ersten Blick sind das die beiden Sidebars. Die lassen sich in der Breite verschieben oder auch ganz ausblenden, wenn man jetzt volles Augenmerk auf die Karte haben möchte. Hat man da also jetzt mehr Möglichkeiten aus Anwendersicht, die Oberfläche on the fly zu ändern. Wenn man die Hintergrundkarte ändern möchte, gibt es den neuen Base Layer Switcher. Das musste man bislang immer über den Themenbaum machen. Jetzt kann man dieses Tool hier unten aufrufen und hat so kleine Vorschau-Icons, mit denen sich der Hintergrund-Kartendienst einstellen lässt. Ich habe das hier mal gemacht, um das zu demonstrieren. Das hier ist also unsere Internet-Stadtkarte. Dann gibt es ein neues Feature, das sind die sogenannten Layer Pills. Das sind diese kleinen pillenförmigen Elemente, die Sie im oberen Bereich der Karte sehen. Mit Klick auf diese Layer-Pills haben Sie die Möglichkeit, sehr schnell Kartenlayer zu deaktivieren. Auch da ist es so, dass dadurch Verbesserungen im Handling erfolgt sind. Früher mussten Sie immer über den Themenbaum gehen. Jetzt können Sie einfach auf das X klicken und jetzt hier einen Layer ausblenden. Das geht sehr schnell. Sie haben zusätzlich noch die Möglichkeit, auf die Layer-Pill zu klicken und sich dadurch die Metadaten zu dem jeweiligen Datensatz anzeigen zu lassen. Also auch eine kleine Verbesserung, was das UI-UX-Erlebnis angeht. Das ist noch ein sehr schöner Punkt, auf den ich sehr stolz bin. Wenn Sie einen Layer haben, der so wie hier die Karte ganz abdeckt, weil flächige Informationen dargestellt werden, darunter aber weitere Informationen haben, die jetzt auch angezeigt werden sollen, dann war es bis jetzt relativ umständlich, die Layer-Reihenfolge zu ändern. Das war ein bisschen versteckt, war mit mehreren Klicks verbunden. Daran haben wir gearbeitet und wir haben jetzt eine Möglichkeit gefunden, um die Layer-Reihenfolge per Drag-and-Drop zu ändern. Sie können also einfach im Themenbaum sich den gewünschten Layer, der nach oben soll, anfassen, nach oben ziehen und dieser Layer erscheint dann in der Reihenfolge ganz oben. Das hier ist ein Beispiel, da haben wir Erreichbarkeitsanalysen mit dem Fahrrad zum Hamburger Hauptbahnhof dargestellt und darüber gelegt ist jetzt das Radwegenetz aus Hamburg. Also auch dort eine Erleichterung, was das Handling angeht. Ja, an der Suchfunktion haben wir gearbeitet. Da komme ich gleich nochmal unter dem Aspekt Performance drauf zu sprechen. Hier geht es jetzt eher um die Oberfläche. Wenn ich jetzt hier nach Suchbegriffen Ausschau halte, ich habe jetzt hier mal nach dem Begriff Altona gesucht, dann bekomme ich die Treffer kategorisiert angezeigt. Im oberen Bereich, weiß nicht, ob man es lesen kann, werden die Themenlayer angezeigt, darunter Straßen mit dem Begriff Altona und darunter Stadtteile. Wenn man weiter nach unten scrollt, würde man auch noch Adressen bekommen und mit Klick auf alle Anzeigen, logischerweise, würde man dann noch eine größere Treffermenge angezeigt bekommen. Angezeigt werden hier die Top-Treffer, die Top 5, was die Relevanz bezüglich des Suchbegriffes angeht. Das ist auch eine Erweiterung, die mit der Suche zusammenhängt, die Feature-Buttons, die wir eingebaut haben.
Ich habe hier mal nach einer Adresse gesucht, Jungfernstieg 16, habe zwei Treffer bekommen und in diesem roten Feld werden mir drei Feature-Buttons angezeigt. Dahinter verbergen sich verschiedene Funktionen. Man kann auf das jeweilige Feature zoomen, man kann einen Marker in der Karte setzen oder den Button ganz links, der bewirkt, dass diese Adresse als Startpunkt in das Routing-Modul übernommen wird. Wenn ich da draufklicke, öffnet sich automatisch das Routing-Modul und die Startadresse ist schon gleich voreingestellt, führt also auch ein bisschen zu weniger Klicks und Zeitersparnis. Neuigkeiten, genau, das ist ein kleineres Feature, was aber auch von unseren Anwendern gewünscht wurde. Sie kennen das vielleicht in der bisherigen Masterportal Version 2. Wenn man über aktuelle Neuigkeiten berichten möchte, hatten wir immer die Möglichkeit, solche Alerts einzublenden. Wir hatten vor einiger Zeit einen Bericht im NDR-Fernsehen über unser neues 3D-Stadtmodell und das kann man als Alert einblenden. Wenn man es dann wegklickt, wird es beim nächsten Aufruf des Masterportals aber wieder angezeigt. Ist vielleicht ein bisschen umständlich, das jedes Mal wegzuklicken. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, solche News im Neuigkeitenbereich einzublenden. Das sieht dann so aus, es wird in der linken Sidebar dargestellt. Das Zeitintervall, in dem die News angezeigt werden, das ist konfigurierbar, sodass Sie dann sich nicht darum kümmern müssen, diese News wieder rauszunehmen. Ein häufiger Anwendungsfall ist der, dass wir in diesem Newsbereich auf anstehende Wartungsfenster oder geplante Ausfälle informieren. Ja, das ist ganz ähnlich über dieses Portal. Wenn man auf diesen Button klickt, dann bekommt man hier Informationen zum Portal. Sie können Ansprechpartner angeben, Sie können Informationen zur verwendeten Masterportal-Version einblenden oder Metadaten zum Portal oder was Ihnen da auch immer vorschwebt. So, bis jetzt ging es ja um die Desktop-GUI. Das hier ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, was die mobile GUI angeht. Wenn Sie mal das Masterportal in der Version 2 auf mobilen Endgeräten ausprobiert haben, da werden Sie festgestellt haben, das ist in der Bedienung teilweise umständlich beziehungsweise an manchen Punkten auch sehr schlecht handhabbar. Das haben wir zum Anlass genommen, die mobile GUI komplett zu überarbeiten. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier sind wir natürlich auch auf die Ergebnisse der Usability-Studie und auf die Anwenderumfrage zurückgekommen, haben das weitestgehend umgesetzt. So, jetzt zeige ich Ihnen mal einige Vorteile, die es dabei gibt. Ich habe mal hier ein Werkzeug aufgerufen, das ist unser Messwerkzeug, um Strecken und Flächen zu messen. Fußballfreunde werden es vielleicht erkennen, das ist das Stadion des aktuellen Spitzenreiters der zweiten Bundesliga. Ich habe hier mal die Abmessungen des Spielfelds gemessen, bin auf 105 Meter gekommen und das deckt sich tatsächlich mit den offiziellen Angaben des FC St. Pauli. Also insofern eine Verbesserung in der Oberfläche, was das Handling auf mobilen Endgeräten angeht. Früher wurde diese Kartenabbildung von dem Tool halt komplett überdeckt. So setzt sich das jetzt fort. Ich habe jetzt hier mal die, was Sie gerade in der linken Sidebar gesehen haben, jetzt hier mal in der mobilen Ansicht aufgerufen. Das heißt, Sie haben hier wesentlich angenehmere Möglichkeiten, Suchen durchzuführen, neue Themenlayer zur Karte hinzuzufügen oder auch auf die weiteren Punkte, die darunter noch angegeben sind, zuzugreifen. Karte drucken ist jetzt im mobilen Bereich vielleicht nicht ganz so relevant, aber solche Dinge wie Legende anzeigen, das ist natürlich auch hier wichtig. Und die Benutzerführung hat sich jetzt sehr stark verbessert und ist auch wesentlich intuitiver. Man musste vorher teilweise suchen und überlegen, wo sind jetzt die Knöpfe, um wieder zurückzukommen. Das hat sich jetzt hier wesentlich verbessert und vereinfacht. Ja, hier nochmal ein Beispiel, bietet sich natürlich an, auf mobilen Endgeräten auch auf Standortinformationen zuzugreifen. Wenn man auf diese Funktion klickt, dann wird einem der aktuelle Standort angezeigt und automatisch auf den entsprechenden Kartenausschnitt gezoomt. Ich habe das hier mal gemacht, dieser rote Punkt, der symbolisiert unseren Landesbetrieb in Hamburg-Wilhelmsburg. Genau, das hatte ich noch angekündigt, Performance. Daran haben sich auch Verbesserungen ergeben. Wir haben an der Ladestrategie gearbeitet. Das heißt, wir nutzen mittlerweile asynchrone Lademethoden, um einzelne Komponenten nachzuladen. Und das hat insbesondere beim initialen Aufruf der Anwendung zu massiven Performance-Verbesserungen geführt. Das heißt, wenn Sie jetzt die Masterportal-Seite aufrufen, können Sie wesentlich schneller mit dem Tool arbeiten.
Da mussten sie vorher noch ein bisschen länger warten, weil Komponenten nachgeladen wurden, die vielleicht am Anfang überhaupt nicht benutzt wurden. Die werden jetzt asynchron zu einem späteren Zeitpunkt nachgeladen und das führte dann letztendlich zu den Performance-Steigerungen. Das ist nicht der einzige Punkt, an dem wir geschraubt haben. Wir haben einen Auftrag rausgegeben an die OpenLayers-Entwickler. Da ging es um das Rendering von Vektordaten. Und zwar haben wir einen, also es gab ja in OpenLayers schon seit längerer Zeit einen WebGL-Renderer. Der wurde jetzt aber nochmal erweitert und insbesondere was das Styling der Vektordaten angeht, massiv aufgebohrt und optimiert. Und diesen WebGL-Renderer, den kann man für die Anzeige von Vektordaten im Masterportal sehr schön nutzen. Ich habe hier einen kleinen Codeschnipsel mitgebracht. Sie sehen hier Renderer WebGL. Ist hier eingestellt und das führt halt auch insbesondere bei größeren Vektordatenbeständen zu einer massiven Performance-Steigerung, was die Darstellung der Daten angeht. Das ist nicht nur auf WFS-Dienste beschränkt, so wie das hier in diesem Code-Beispiel angegeben ist. Sie können damit auch Vektor-Tiles rendern und ja, insofern gerade bei großen Vektordatenbeständen ist das ein Riesenvorteil. Genau, so, dann Performance in der Suche. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was den Quellcode des Masterportals betrifft, ist für die Anwender aber trotzdem ein relevantes Feature. Wir hatten ja früher in der Suche, wenn es beispielsweise um Adresssuchen und Straßensuchen geht, auf den WFS Gazetteer zugegriffen. Das machen wir mittlerweile nicht mehr. Wir haben einen Elastic Index eingebaut. Damit lassen sich nach Adressen suchen. Man kann aber genauso gut nach Straßen, Themen oder Features suchen. Und das ist insbesondere auch bei großen Daten Beständen natürlich einen riesen Performance-Boost, was die Performance angeht. Fehlertolerante Suche ist mit Elastic möglich oder Sie haben auch die Möglichkeit, die Trefferergebnisse mit Scoring-Mechanismen zu sortieren, sodass die relevanten Treffer halt oben in der Liste angezeigt werden. Das erstmal zu den neuen Features im Masterportal 3. Ein kurzer Ausblick noch. Viele von Ihnen werden wahrscheinlich Masterportal 2 Konfigurationen bereits im Einsatz haben. Um diese Konfigurationen jetzt möglichst einfach zur Version 3 migrieren zu können, haben wir einen Migrator erstellt. Der ist noch nicht ganz fertig, deshalb unter Ausblick, da sind noch kleinere Bugs drin, sollte aber zum Release der finalen Version fertig sein. Die Handhabung ist relativ einfach. Sie rufen diesen Migrator auf, geben den Quell- und den Zielordner an und ausgespuckt wird dann letztendlich eine Masterportal 3 Konfiguration, die Sie direkt verwenden können. Das ist noch eine schöne Neuerung. Ich habe gestern mal geguckt, also wir wollen unsere Masterportal Landingpage neu aufsetzen. Das ist größtenteils auch schon erfolgt. Gestern Abend war sie noch nicht online, müsste aber in den nächsten Tagen kommen. Gucken Sie gerne mal drauf. Die Adresse ist in der Linksammlung mit angegeben. Dann hier noch eine Neuerung. Das ist auch ein Ausblick, haben wir so noch nicht. Bislang ist es ja so, dass wir Masterportal Releases monatlich herausgeben. Wir planen aber künftig ein neues Long-Term Support Release herauszugeben. Bei diesem LTS Release, ja, wie der Name schon sagt, ist der Unterstützungszeitraum länger. Unterstützungszeitraum wird sich über ein Jahr erstrecken. Bugfixes werden natürlich auch während dieses Unterstützungszeitraums eingespielt. Feature Requests oder sonstige Code-Anpassungen allerdings nicht. Das würde dann erst bei der nächsten LTS-Version kommen, die dann wiederum einen erneuten Unterstützungszeitraum von einem Jahr mit sich bringt. Wir planen mit dem LTS-Release circa 3 Releases nach der finalen Masterportal 3-Version an den Start zu gehen, vermutlich irgendwann im dritten Quartal 2024. So, dann noch ein Punkt, OSGeo. Das Masterportal ist bereits als Community-Projekt im OSGeo hinterlegt und wir befinden uns gerade im Inkubationsprozess und sind dann quasi auf dem Weg, das Masterportal als offizielles OSGeo-Projekt bereitstellen zu können. So, ich kriege gerade angezeigt, 2 Minuten, jetzt bin ich doch etwas schneller durchgekommen, als ich dachte.
Hier noch die angekündigte Linksammlung. Da vielleicht noch ein Hinweis drauf. Wir haben hier die Landingpage angegeben. Hier sind die Links zu unseren Quellcode-Repositories. Da sind drei Repositories angegeben. Zunächst natürlich mal das Masterportal selbst. Da können Sie den Core des Masterportals herunterladen. Dann gibt es noch ein gesondertes Repository, in dem die Add-ons zum Masterportal verfügbar sind. Beide frei verfügbar. Und hier noch ein Link zum Masterportal API Repository. Das ist ein Repository für eine Komponente, die wir im Masterportal selbst einsetzen, die aber auch als eigene Komponente eingesetzt werden kann, wenn Sie mit Masterportal-Technologie vielleicht andere Anwendungen ausrüsten möchten, wo Sie nur eine kleine Kartenkomponente benötigen. Ist also auch ganz interessant. Wenn Sie Bugs feststellen, melden Sie das gerne an unseren Issue-Tracker. Der Link ist auch hier angegeben. Und wenn Sie darüber hinaus noch weitere Fragen haben, also ich stehe jetzt, ist glaube ich eine kleine Fragerunde geplant. Sie können aber auch gerne zu unserem Stand kommen. Wir sind hier mit einem eigenen Stand von Hamburg aus vertreten oder auch Dataport hat einen eigenen Stand. Auch da sind Kollegen, die Ihnen Fragen zum Masterportal sicherlich gerne beantworten können. Gut, dann erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Henning, wenn du noch Fragen gesammelt hast, dann gerne, ja. Genau. Vielen Dank, Dirk. Ich gucke mal ganz vorsichtig in den Saal, ob es schon erste Handmeldungen gibt. Hält sich noch in Grenzen. Es gibt aber ein paar Fragen, die online gekommen sind. Die würde ich einfach mal der Priorität nach stellen. Und zwar, welche Rolle spielte das Thema Barrierearmut bzw. Accessibility bei der Entwicklung der Version 3.0? Ja, spielte eine relativ große Rolle. Wir haben vor Entwicklung des Masterportals 3 Studien zur Barrierearmut durchgeführt. Da haben wir uns konzentriert auf unsere hamburgischen Portale, die haben wir untersuchen lassen und haben da schon eine ganze Menge an Input bekommen, auf was wir zu achten haben bei der Entwicklung der Masterportal 3 Version. So, das war ein Punkt. Dann haben wir intern bei uns eine AG gegründet. Die setzt sich aus Entwicklern zusammen, die sich intensiv mit dem Thema Barrierefreiheit auseinandergesetzt haben. Haben wir quasi innerhalb unseres Landesbetriebs einen eigenen Expertenzirkel gegründet. Und diese Barrierefreiheitsexperten dienen jetzt für unsere Entwickler als Ansprechpartner, als Multiplikatoren, um Barrierefreiheitsaspekte umzusetzen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es bei Kartenanwendungen immer schwierig ist, eine komplette Barrierefreiheit zu erlangen. Wir sind jetzt relativ pragmatisch an dieses Thema herangegangen und haben versucht, die low-hanging fruits, sage ich mal, möglichst schnell umzusetzen, mit relativ geringem Aufwand Verbesserungen zur Barrierefreiheit umzusetzen. Das fängt an bei Farbgebung oder das geht weiter über die Möglichkeit, Elemente in der Karte so zu taggen, dass sie auch von Screenreadern gelesen werden können. Da gibt es also schon viele Dinge, auf die wir Rücksicht genommen haben, wenngleich auch da sicherlich noch Luft nach oben ist. Vielen Dank. Kann bei den verschiedenen Layern in der Karte die Transparenz eingestellt werden? Ja. Das geht. Das ist auch einfacher, als das vorher beim Masterportal 2 der Fall war. Sie rufen sich dafür einfach den Themenbaum auf. Dort gibt es beim Klick auf den Layer einen Slider, mit dem kann die Transparenz eingestellt werden. Genau, also ich fand, das ging auch in Version 2 schon ganz gut. Das ging gut, auch da. Aber ja, es ist genau. Ja grundsätzlich so, dass wir eigentlich die Funktionalität, die wir in der Masterportal 2 Version hatten, 1:1 auch nach Masterportal 3 überführen wollten. Genau. Nächste Frage wäre, welcher Geocoder wird im Masterportal verwendet und mit welchen Quelldaten wird die Suche befüllt? Das bezieht sich auf die Suche, nehme ich an. Ja, würde ich mal von ausgehen, ja. Ja, also da lassen sich verschiedene Provider einstellen. BKG nutzen wir zum Beispiel. Für das Routing nutzen wir den OSM-Datensatz. Also das ist konfigurierbar. Ich habe noch eine relativ hohe gewotete Frage, ist Elasticsearch Pflicht oder kann man auch OpenSearch und so weiter nutzen? Nein, Elasticsearch ist nicht Pflicht, hatten wir früher halt auch nicht im Einsatz, da haben wir mit einem WFS Gazetteer gearbeitet. Die Nominatim-Suche ist beispielsweise auf OSM möglich, da lassen sich verschiedene Search-Provider konfigurieren. Elastic ist sicherlich ganz sinnvoll, aber muss nicht unbedingt verwendet werden. Ja, ich habe noch eine wichtige Frage. Ist der Funktionsumfang gleich zur Version 2? Wenn nicht, bis wann
können wir damit rechnen? Ja, hatte ich gerade schon angekündigt. Also das Ziel ist, sämtliche Funktionen, die wir in der Zweierversion haben, auch in drei bereitzustellen. Wir sind da relativ weit, aber wie gesagt, es gibt noch das eine oder andere Add-on, was wir in Hamburg in unserem Add-on-Verzeichnis pflegen, wo wir noch Nacharbeiten leisten müssen. Und es ist ja auch so, dass nicht alle Add-ons zentral in unserem Repo liegen. Also es kann durchaus sein, dass Add-ons entwickelt worden sind, die dezentral gehostet werden. Und da habe ich natürlich jetzt keinen Überblick darüber, inwieweit jetzt von externen Entwicklern diese Add-ons auch schon nach Masterportal 3 überführt worden sind. Das müsste man dann bei den jeweiligen Entwicklern, die diese Add-ons selbst entwickelt haben, nachfragen. Vielen Dank. Ich habe, glaube ich, noch eine Backend-Frage. Wie wird Funktionalität wie zum Beispiel Layer, Pills im System realisiert? Über XML-Konfiguration, Programmierung oder Config-Oberfläche? Oh, da geht's jetzt tief an den Source Code. Da würde ich jetzt eher an unsere Entwickler verweisen. Das kann ich nicht hundertprozentig beantworten. Okay. Kein Problem. Ich würde noch eine Frage aus dem Chat stellen, die ich auch sehr, sehr interessant finde. Zur Suche besteht auch die Möglichkeit, das gefundene Ergebnis als Ziel des Routing zu verwenden? Als Ziel des Routings noch nicht, aber das ist vielleicht ein Feature-Request, den wir in zukünftigen Versionen noch einbauen können. Also wir haben es jetzt, das ist vielleicht auch unsere Hauptentwicklertätigkeit, die ging jetzt weniger darum, neue Features einzubauen, sondern Hauptaugenmerk haben wir halt darauf gelegt, die Masterportal 3 finale Stable-Version an den Start zu bekommen. Da sind wir kurz davor. Das wird jetzt im Laufe des zweiten Quartals passieren. Genau, dann würde ich mit der letzten Frage abschließen, auch im Hinblick auf den Zeitpunkt des Releases. Gibt es irgendeine Roadmap oder einen Zeitpunkt, wann wir mit der 3.0 rechnen können? Ja, die Roadmap gibt es, die ist im Repo des Masterportals hinterlegt. Auf einer vorherigen Folie, wo ich auf das Long-Term Support Release zu sprechen gekommen bin, da ist ein Link, da gelangen Sie zu der README-Datei und in der README ist die Roadmap abgelegt. Vielen Dank. Ich würde jetzt noch mal kurz in die Runde hier schauen, ob noch jemand den Arm hebt. Ansonsten vielen Dank, Dirk. Sehr interessant